Im Swisscom Tower Zürich hat sich Swisscom mit den Terz Scouts von der Terz Stiftung zusammengesetzt, um Tablet-Computer unter die Lupe zu nehmen. Ein Tablet-PC ist eine neue Generation von ganz einfach zu bedienenden Computern. Man kann fast alles machen damit, was man mit einem Computer machen kann. Ob so ein Tablet-PC für Leute in jedem Alter geeignet ist, hat eine Gruppe von Terz-Experten in der Praxis prüft. Die Herzstiftung will eine generationengerechte Vision vom Alteren in der Schweiz wirksam mitgestalten. Wir sind einfach die erste Stiftung in der Schweiz, die sich spezialisiert hat auf das Thema Alter, reife Menschen. Also da reden wir von 60 plus, wo wir im Auftrag von Firmen, von der Wirtschaft Abklärungen machen, ob die Produkte, die Dienstleistungen altersgerecht sind oder gibt es da Defizite. Auch die Swisscom will das herausfinden. Also hier bei den Tablets wäre es natürlich ein Usability-Test. Und man würde sagen, können reifere Menschen problemlos mit so einem Tablet umgehen? Der kritische Konsument tut ja immer gerne schimpfen, wenn etwas nicht geht. Aber ich habe die Erfahrung gemacht auf der anderen Seite, dass es sehr wirksam ist, wenn man mit den Betroffenen redet. Also ich kriege die Aufträge und dann versuchen herauszufinden, wie ich damit zurechtkomme. Und dann nehme ich ja mal an, wenn ich zurechtkomme, dann werden sicherlich auch die anderen zurechtkommen. Die Bedienung ist schon so sehr intuitiv. Ja. Das heisst, ich kann wirklich Tempo brauchen. Ich brauche nicht irgendwie ein anderes Element, sei das irgendwie mit so Gesten, wo ich Sachen blättern kann, drauf oder runter. Wenn man es mal angewendet hat, ja, dann weiss man, wie es funktioniert. Ja. Also ich würde sagen, ein Neueinsteiger kommt da sofort mit. Vielleicht müssen wir die Angst überwinden vor einem neuen Gerät, was wir in unserem Alter vielleicht haben. Berührungsängste haben die Terz-Scouts keine gehabt. Sie haben das Tablet genau untersucht. Das ist auch ein positiver Aspekt. Es ist erst einmal, dass kein Knopf hat. Wahrscheinlich für viele Leute, die mit Tastaturen nichts zu tun haben, komfortabel. Ich kann sehr viel mit dem Finger machen. Ich kann auch Tastatur einblenden und schreiben. Und was wichtig ist, es hat einfach einen gescheiten Bildschirm. Weil auf dem Smartphone, da braucht man gute Augen. Das ist ein riesen Vorteil. Das ist ein normaler Bildschirm. Das Tablet hat nicht nur den grossen Bildschirm, man kommt auch ohne Maus und Kabel aus. Und man ist mobil damit. Wenn ich unterwegs bin, brauche ich ein Abo, was für ein Abo. Da kann man sagen, das wirkt sich mit einem ähnlichen oder gleichen Rahmen wie mit einem Telefon. Für die Beurteilung eines Tablet-PC ist für jeden etwas anderes wichtig. Also ich finde es grundsätzlich eine ganz glatte Sache. Ich bin aber nach wie vor sehr im Zweifel, wo ich es einordnen muss zwischen Computer und Smartphone. Also ein Smartphone ist einfach das, ich habe es immer im Sack, ich habe es dabei. Und das Tablet, da müsste ich jetzt effektiv in Taschen haben oder etwas. Der grosse Vorteil ist natürlich, dass man einen Bildschirm hat, wo man besser lesen kann, wo man besser mailen kann, wo man besser im Internet surfen kann. Wenn man unterwegs ist, braucht es ein Abo. Vergleichbar mit dem vom Mobiltelefon. Wenn ich Internet daheim habe, dann habe ich vielleicht auch ein drahtloses Internet oder eben WLAN. Dann kann ich das Gerät auch so nutzen. Ja. Oder heute hat man es vielfach auch in Restaurants oder in Hotels. Aber wenn ich zum Beispiel ins Ferienhäuschen möchte gehen, ja, wo vielleicht nicht so entsprechend ausgerüstet ist, dort ist es dann einfach ein Vorteil, wenn ich so eine SIM-Karte habe. Dass all das Technische auch für ältere Menschen verständlich ist, dafür setzen sich die Herz-Scouts ein. Wenn man da etwas kann bewerkstelligen oder herausfinden oder testen oder machen, wo Leute, ältere Leute dienlich sind, bin ich da immer dabei. Im dritten Lebensabschnitt überlegt man sich ja generell Sachen und man will die noch etwas Positives der Gesellschaft zurückgeben. Und da wäre ein Einsatz eben als Terz-Scouts genau das Ideal. Ich würde gerne einen Beitrag leisten, schon auch für ältere Leute, dass sie mit dem Internet und mit der Informatik ein bisschen umgehen können. Auch Swisscom setzt sich dafür ein, dass der älteren Generation der Einstieg in die digitale Welt erleichtert wird. What?